funktioniert so nicht. Heute läuft alles schief. So. Wo fahren wir rein? Wir fahren hier rein, also brauchen wir noch... noch ein bisschen nach oben. Block. Warum? Na komm, fahr wieder zurück. Jetzt. Drauf und jetzt müssen wir nämlich das sieht doch nicht, jetzt ist der Dreck auch noch alle. So, wir bauen mal eben Schienchen. Das sieht alles ein bisschen wuß aus. Aber das ist erstmal egal. Nein, das geht doch nicht. Die wollen mich heute ärgern, die Schienen. Das sieht... so. So. Das Minecart wird halt wieder angeschoben. Es fährt so nach oben. Alles schön. Wenn ich jetzt diesen Schalter betätige, wird da oben die Weiche gestellt. Das Minecart fährt seine Strecke ab. Ihr seht, das Ding ist einfach viel zu lang. Aber ist erstmal egal. Und wenn es denn irgendwann mal diesen Weg geschafft hätte, dann würde es hier wieder reinfallen und würde wieder geboostet werden. Was können wir dagegen tun, dass es... so. Wir haben keinen Dreck mehr. Das regt mich schon wieder auf. So. Minecart. Ihr kennt es ja schon. Die liegen jetzt beide ineinander. Das bauen wir wieder so. Riecht mich gerade mal voll auf. So, zack, zack. Das geht doch nicht. Was habe ich in dem Minecart getan? Ein. Das geht doch nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ah, Dreck. So.
Was ist denn nun passiert? Wieder brauchen wir so eine ganzen Dreckbatzen. Ja, stopp. Also, nochmal. Minecart. Zack. Zack. Und zack. 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 Und zack, mein Kart liegt ineinander, alles schön. Wir brauchen ein weiteres mein Kart. Ja, das liegt hier einfach, weil es einfach zu steil nach oben geht. Die haben einfach viel zu viel Bewegungsfreiraum. Ihr werdet das ganze Ding in der Dokumentation halt anders sehen. Aber ihr seht, habt zumindest das Prinzip verstanden. Es wird immer hoch, runter. Wäre die Strecke auch nicht so lang gewesen. Denn würde man die Weiche so umschalten, ihr könntet das Ding ohne Probleme hier wieder in diesen Hauptkreis wieder zurückbringen. Und wenn er denn in diesem Hauptkreis wieder drin ist, dann spielt er sich immer wieder weiter. Und diese Weiche kann man ohne Probleme mit einer Redstone-Technik halt schalten, bis der wirklich hier raus ist. So. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen die Booster nahelegen, auch wenn hier alles heute gerade ein bisschen chaosmäßig vorbeigelaufen ist an uns. So. So ein bisschen zumindest. Vielen Dank fürs Zuschauen.